Ja, jetzt bin ich ja schon für einige von Ihnen sogar das dritte Mal innerhalb von 2 Wochen hier in der Szene unterwegs. Ich hoffe, es wird nicht langweilig. Am Montag habe ich die Privacy Week eröffnen dürfen mit so einem globalgalaktischen populärwissenschaftlichen Vortrag zum Thema Fortschritt. Was war eine schöne Sache. Dann haben wir spontan entschieden, dass ich hier am Freitagabend mit meinem Mann, Professor für Theologie und Philosophie, unser transhumanistisches Gegenmanifest präsentieren durfte. Ein paar Jungs ein bisschen herausfordern durfte, so von wegen Brain in the Vat und sich hochladen läuft nicht. War toll, war super. Ich habe dann auch eine 2-stündige Führung durch das Lab hier bekommen war super. Und jetzt möchte ich Ihnen heute Abend jetzt kurz präsentieren, was ich eigentlich so wirklich tue. Also, was ist mein Leben als Forscherin an der Wirtschaftsuniversität? Ne? Ist ja zunächst mal Schlipsträger, Feindbild und so weiter, ja. Gibt aber auch hoffentlich nette Schlipsträger, zu denen hoffe ich auch zu gehören. Und habe das also durchgesetzt, dass wir an der Wirtschaftsuniversität mit einem Kollegen, Axel Pullares, ein Privacy and Sustainable Computing Lab machen können. Der Axel ist ein typischer Informatiker, so macht Big Data, ja, Data Analytics und so macht er jetzt einen Studiengang. Und für mich ist ja Big Data als Privacy-Forscherin, 15 Jahre Datenschutzforschung, so ein bisschen eher so ein Feindbild als eine große, tolle neue Welt. Und das ist genau der Punkt bei dem Privacy Lab. Das ist nämlich die Idee, dass wir genau eben diese Diskrepanzen diskutieren, offen diskutieren und gucken, wie können wir Technologie, die nun mal da ist, ja, und die auch große Potenziale hat für die Gesellschaft, wie können wir die so bauen, dass sie uns nicht sozusagen zum Verhängnis wird, sondern ganz im Gegenteil, uns nutzt, ja, indem wir sie kontrollieren. Das ist ja auch ein Anliegen hier vom Club. Es geht nicht gegen Technologie, es geht mit Technologie, diese zu beherrschen, zu kontrollieren und so zu bauen, dass sie uns entgegenkommt und nicht in den Rücken fällt. Die Mission ist Developing Sustainable and Privacy Preserving Computer Systems by Bringing Together Computer Science and Human-Centric Behavioral Science. Und was wir da, womit das schon mal anfangen, ist, dass wir unsere Forschungsgruppen also zusammenbringen in diesem Lab. Und das sind hier die Leute, die dabei sind. Hier, das bin ich, ohne Brille, sollte ich mal häufiger machen. Meine Kollegin Sabrina Kirendi ist Postdoc, die hat promoviert und habilitiert jetzt bei uns, das ist der Axel. Und der Rest sind eigentlich hauptsächlich mein Team und dann hier 2 Jungs von dem Axel. Was sind das für Leute? Ich habe hier den Till. Till ist in der Maker-Szene unterwegs, aber eigentlich hat er Psychologie studiert. Und mit dem arbeite ich zusammen an etwas, das nennt sich Value-Sensitive Design. Das ist eine Methode, wie wir, und da komme ich gleich nochmal später zu, wie können wir Werte berücksichtigen im Entwicklungsprozess, also menschliche Werte, ne? Nicht Geld, sondern menschliche Werte, wie kann ich dafür sorgen, dass die berücksichtigt werden beim Entwicklungsprozess? Das mache ich mit Till für die IEEE, da komme ich eben auch gleich zu. Sushant ist Inder, ist Aerospace Engineer und baut für uns ein Tool, was es erlaubt, sogenannte Privacy Impact Assessments. Das sind also eine Prüfung von technischen, also von IT-Systemen, ob die datenschutzkonform sind. Und Unternehmen dabei zu helfen, durch dieses Tool zu laufen, während sie ihre IT entwickeln, um zu schauen, bin ich datenschutzkonform und wo muss ich nacharbeiten, ja? Zwar sowohl technisch als auch organisatorisch. Dann meine Jüngste, die Katrin, ist auch Psychologin. Mit der fangen wir jetzt ein, habe ich ein schönes erstes Forschungsprojekt gemacht. Ich habe nämlich 130 Software-Ingenieure aus der ganzen Welt interviewt und auch befragt, sehr intensiv befragt, warum sie denn eigentlich Privacy oder Security berücksichtigen, wenn sie ein System bauen oder auch nicht berücksichtigen, ne? Die Anzahl der Vorfälle, die wir ja sehen weltweit an Datenklau und so weiter, ist ja nicht gerade erfreulich. Cybercrime, Riesenthema. Warum hat man sich eigentlich nicht die letzten 20, 30 Jahre um dieses Thema im Software-Design mehr bemüht? Gibt es da Gründe? Gibt es da systematische Gründe? Und die gibt es. Kurz vorweggenommen, ich habe erst natürlich gedacht, Software-Ingenieure sind super arrogant, ne? Super Snobs. Gibt es auch so einen Artikel über die Super Snobs. Und ich finde auch raus, dass eigentlich, wenn ein Software-Ingenieur denkt, es ist etwas sinnvoll zu tun, dann tut er das auch.
Ja? Wenn er also findet, Datenschutz und so, das ist sinnvoll, dann macht er das. Wenn er aber findet, dass das nicht sinnvoll ist, dann macht er das auch nicht, egal ob die Organisation das jetzt will oder nicht. Das ist so ein Finding. Ja? Und das korreliert auch mit Persönlichkeitsvariablen wie Arroganz oder dem Locus of Control. Das ist so eine psychologische Geschichte, ob ich meine, ich bin in Kontrolle von der Welt. Ne? Und das sind viele Ingenieure haben diese Auffassung. Das mal hingestellt, ist es aber auch gleichzeitig so, dass wir finden, dass die Organisationen oftmals, also in 50% der Fälle, eigentlich nicht so richtig hinter dem Thema Datenschutz stehen. Security verbessert sich gerade so ein bisschen, aber im Prinzip ist das so ein non-functional requirement, was viele Unternehmen so mitschleppen, was sie eigentlich nicht wirklich machen wollen. Das kostet sie nur Geld, davon verdienen sie nichts und so. Und was passiert dann? Im Prinzip auch Software-Ingenieure, die sich für das Thema verantwortlich fühlen, haben es dann unheimlich schwer und sind blockiert. Zumal sie oft nicht die Zeit bekommen, dann von dem Unternehmen eigentlich das zu tun, was sie tun müssten. Und das finden wir eben auch in unseren Daten und das ist ein Riesenproblem. Das ist das, was ich also mit der Katrin mache. Hier die beiden Jungs jetzt arbeiten nicht für mich. Da sind wir noch am Anfang und gucken, wie wir zum Beispiel, der eine macht Encryption und so, der richtige Security arbeiten, wie sich das so einfügt. Olja ist Computerlinguistin und hat einen Katalog entwickelt, der nennt sich privacypatterns.org. Wir versuchen auch diese Domain aus Kalifornien jetzt zu uns rüberzubringen, denn wir sagen einfach, es gibt viele Leute, die wollen gern Privacy Engineering machen, aber die wissen nicht wirklich, welche Tools, welche Komponenten, welche Software-Geschichten es schon gibt in dem Bereich. Und sie hat einen Katalog, einen Online-Katalog entwickelt, der einem hilft, wenn man jetzt zum Beispiel einen Consent-Mechanismus für ein soziales Netzwerk machen möchte. Dann kann man sich in diesem Katalog ein Privacy Pattern finden. Also es ist ein Pattern, Privacy Pattern Katalog. Und den baut sie auf und stellt ihn auch jetzt schon online zur Verfügung und dann kann einem das helfen, sozusagen solche Systeme datenschutzfreundlicher zu entwickeln. Meine wichtigste Mitarbeiterin hier, auch Doktorandin Jana Karunowska. Was mache ich mit der? Wir haben schon viele Studien zusammen gemacht. Ich war versucht, Ihnen eine vorzustellen. Da ging es um die Frage, wie viel sind uns unsere persönlichen Daten eigentlich wirklich wert? Ja, weil ja die Datenmärkte, diese riesigen Personal Data Markets, die handeln ja mit unseren Profilen, die Unternehmen sind pro User mit manchmal bis zu 100, 120 Euro pro User bewertet. Also wenn man zum Beispiel den Börsenwert von Facebook nimmt, dann liegt das ungefähr in dem Bereich. Und da muss man sich ja fragen, wenn man mal in die Zukunft denkt und wir als vielleicht User auch an diesem Geld, an diesem Markt partizipieren wollen, wie viel ist uns eigentlich die Daten wert? Und da sind wir hingegangen und haben 1500 Leute befragt und die haben denen Folgendes gesagt. Wir haben gesagt, stellt euch vor, ihr kommt morgen auf euer Facebook und Mark Zuckerberg macht einen Anspruch und sagt, er steigt aus, ihr könnt nicht mehr auf Facebook. Und ihr habt jetzt noch eine Chance, einmal eure ganzen Daten runterzuladen. Aber das kommt nicht umsonst. Wie viel wärt ihr denn maximal bereit, ihm an Geld zu zahlen, um jetzt noch mal einmal kurz alles runterzuholen. Haben wir gefragt, ich habe auch viele so gefragt. Ne? So, weißt du, überlegt mal, wofür ihr bereit wärt zu zahlen für diejenigen, die hier überhaupt auf dem Facebook sind. Normale Schätzung ist so, also liegt so zwischen 20 und manchmal bis zu 100 Euro. Hätte man gedacht. Es ist aber null. Es kommt also tatsächlich raus, dass den Leuten ihre Daten genau so null wert sind. Und wir haben uns gefragt, wie kann das denn sein, ne, dass den Leuten das überhaupt nichts wert ist. Und was eben interessant ist, wir haben dann noch eine andere sogenannte Manipulation gemacht, also eine andere Gruppe. Den haben wir jetzt ein anderes Briefing gegeben, da haben wir gesagt, pass mal auf, Facebook, Mark Zuckerberg steigt aus, aber es gibt da eine Firma, die interessiert sich für ihre ganzen Daten. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, nicht nur die Daten runterzuziehen, sondern auch dafür zu sorgen, dass diese andere Firma die Daten nicht bekommt. Wie viel werden sie maximal bereit zu zahlen? Und da ist es interessant, dass sich also die Zahlungsbereitschaft, das sind mal 5 Euro im Schnitt, also eigentlich eine 5-mal so hohe Summe, ist immer noch wenig, 5 Euro im Schnitt haben möchte. Also man fängt aber an, eine ökonomische Rationalität rund um die Daten zu entwickeln.
Und da dürfte man natürlich denken, das sagt natürlich jeder Reviewer jetzt, wenn man so ein Paper einreicht, sagt, ja, das ist ja, weil die Leute Angst haben, dass ihre Daten jetzt dann an die Firma weitergegeben werden und so weiter. Aber was haben wir natürlich alles im Hintergrund geprüft? Wir haben auch gesagt, das ist eine vertrauenswürdige Firma und es stellt sich raus in so einem Interaktionseffekt, dass es hier nicht um Privacy geht, sondern um etwas, was Ultimatumspiele in der Spieltheorie schon lange wissen. Das ist, wenn man ist gerne bereit zu teilen, aber wenn man merkt, der andere macht mit meinen Sachen Geschäfte, dann ist man nicht mehr so bereit zu teilen. Oder man nennt das auch Psychologie des Besitzes. Mit den zwei spielenden Kindern ist der Teddybär immer schon egal gewesen, der lag immer in der Ecke. Aber in dem Moment, wo jemand anderer mein Teddybär haben will, da wird der plötzlich für mich wichtig. Und genau die gleiche Rationalität oder Psychologie des Besitzes, die stellen wir eben fest, wenn es um persönliche Daten geht. Auf Facebook. Aber sicherlich auch in anderen Zusammenhängen. Und diese Studie habe ich mit der Jana gemacht. Wir machen also in diese Richtung Forschung. Das heißt, eben immer mit Fragebögen oder mit Experimenten kriegen wir solche Sachen raus. Und die Esther, die hat jetzt gerade angefangen, die macht was Spannendes. Und zwar, es gibt ja das sogenannte Customer Relationship Management. Ne? Und die Firmen reden auch von Customer Lifetime Value. Also das heißt, eine Firma geht hin und sagt, du Kunde, kostest mich so und so viel, du rufst dauernd im Callcenter an und so weiter, das reduziert deinen Kundenwert, aber du machst auch so und so viel Umsatz mit mir. Also man hat einen Customer Lifetime Value in den CRM-Systemen und je nachdem, wer der Value dann ist, wird man dann behandelt. Also wenn man im Callcenter anruft, man hat einen schlechten Customer Lifetime Value, kommt man halt nicht so schnell durch, ja. Wie wenn man einen super Customer Lifetime will. Jetzt hat die Esther gesagt, die kommt aus dem Marketing, die war da ziemlich negativ beeinflusst und wollte dann bei mir promovieren, weil sie sagte, ich muss jetzt irgendwas machen, das geht so nicht. Also macht sie jetzt einen Customer, sie geht jetzt hin und sagt, wir drehen das zur Konzept Customer Lifetime Value um in einen Customer Risk Index. Und dieser Customer Risk Index ist aber so, dass der Kunde eine Information bekommt, wie risikoreich es denn für ihn ist, mit einer Firma überhaupt zu interagieren online. Das heißt, jetzt gehen wir hin und bewerten die Firmen negativ und sagen oder positiv, ne? Je nachdem, wie risikoreich das für uns ist, mit denen zu interagieren. Und das an diesem Index bastelt sie jetzt so gerade. Und ich glaube, eine Sache, die uns dabei helfen könnte, ist ist auch eine Datenbank. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Wolfi Christel kennt. Wolfi Christel ist hier ein Aktivist in Wien, ein unheimlich guter Mann. Der hat schon viele Projekte im Bereich Datenschutz gemacht und Wolfi und ich haben zusammen ein Buch geschrieben. Und die Grundlage dieses Buchs sind im Moment 900 Quellen zu Praktiken. Was machen eigentlich die Firmen mit unseren Daten? Also es geht hier nicht um Governmental Surveillance, es geht um Corporate Surveillance. Und der Wolfi hat über viele Jahre da ganz systematisch, wenn irgendwo mal was erschienen ist, irgendwo in der Presse mal im Netz auftauchte, also der CEO hat das und das gesagt, was sie mit Daten machen oder irgendwas ist rausgekommen, dann hat er das gesammelt. Und diese Sammlung, das hat er zusammengetragen und das haben wir dann gemeinsam, ich habe dann so ein bisschen den Rahmen gegeben, eine ethische Analyse drüber gelegt, ihm geholfen, auch Recommendations zu machen, politische Recommendations, und daraus ist dieses Buch entstanden. Das ist Ende September erschienen im Fakultas Verlag, und eben er arbeitet jetzt an einer Datenbank, wo wir zum Beispiel vielleicht uns vorstellen könnten in Zukunft, dass wir so Firmen eben scoren und dass wir diese Art von Risks und Scores über Unternehmen im Netz haben und dass wir zum Beispiel einen Privacy Agent haben könnte, der ins Netz geht und uns dann gleich informiert, ob es jetzt Sinn macht, mit der Firma da vielleicht bei Amazon vielleicht nicht zu kaufen, weil Amazon wirklich bekannt ist dafür, zum Beispiel Daten weiterzugeben. Da gehe ich dann lieber zu einem anderen Händler. Also so ein bisschen diese Idee, dass wir so mehr Aufklärung bekommen durch diese Art von Recherche. Gleichzeitig ist es aber auch ein Fazit von diesem Buch, sind politische Recommendations. Und da bin ich eigentlich ganz froh,
dass wir sehr gute Kontakte haben. Das ist hier das Advisory Network von unserem Lab. Und ihr seht gleich ein paar bekannte Gesichter. Hier der Jan Albrecht zum Beispiel, der uns die Datenschutzverordnung gebracht hat. Und der Paul Nemitz daneben aus der DigiJust, der das Gesetz geschrieben hat mit seinem Team. Und hier Ann Fielder, die Mitgründerin und Großmacherin von Privacy International. Also wir haben politisch hier der Standardisierungsdirektor von IEEE, Konstantinos, Marit Hansen, ULD. Wir haben richtig super tolle Leute in unserem Netzwerk. Und dieses Netzwerk hat eigentlich nur eine Aufgabe. Wenn wir irgendwie Hilfe brauchen oder wenn wir einen Rat brauchen, wenn wir irgendwo einen Zugang brauchen oder ein Paper brauchen, dann können wir die anrufen und sie fragen, ob sie irgendwie einen Rat haben. Mehr müssen die nicht tun, keine E-Mails lesen, keine Verteiler, gar nichts, nur punktuell von Person zu Person uns unterstützen. Und dafür haben die bei uns immer einen permanenten Arbeitsplatz. Wenn die also nach Wien kommen, dann können die bei uns im Lab dabei sein. Und ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit, ne? Noch 2 bis 5 Minuten, das ist ja eine tolle Sache. Gut, dann habe ich so tatsächlich noch ein bisschen Zeit, ein Thema mit ein bisschen detaillierter zu erklären, was ich jetzt gerade, was mich sehr beschäftigt. Wir haben einen wesentlichen Schwerpunkt im Lab oder ein Unique Selling Proposition ist, dass wir mit Standardisierungsbehörden zusammenarbeiten. Und der Axel ist der Bereich, macht so Open-Data-Geschichten. Und ich habe aber jetzt, was ein Herzensanliegen war, ich habe ein Lehrbuch geschrieben. Und dieses Lehrbuch heißt Ethical IT Innovation. Und in diesem Lehrbuch, wer schreibt heute noch Lehrbücher, zumal alleine, es war richtig anstrengend, habe ich mal überlegt, jenseits von Privacy, es gibt so viele Werte, die uns wichtig sind, auch zu erhalten in der elektronischen Welt. Thema zum Beispiel Freundschaft. Die digitale Welt hat definitiv Einflüsse auf die Art und Weise, wie wir Freundschaften pflegen. Ja. Das Thema Aufmerksamkeit. Das Thema Kontrolle über Maschinen. Ne? Das vom Flugzeugcockpit bis zum Rechner. Das Thema Würde. Freiheit. Das sind Riesenthemen. Also wir haben richtig die digitale Welt auch und durch die zunehmende Vernetzung beeinflusst unser Leben auf so vielen Wertbereichen. Ja, das ist Privacy ist da ein ganz kleiner Teil. Datenflüsse haben natürlich indirekt eine Auswirkung auch auf all diese nachgelagerten sogenannten intrinsischen Werte. Datenschutz also wichtig, aber auch die anderen Themen müssen mal angesprochen werden. Und da muss man irgendwie überlegen, wie können wir es schaffen, wenn wir zum Beispiel eine virtuelle Welt entwickeln, dass wir sicher gehen, dass diese virtuelle Welt eigentlich Freundschaften, auch echte Freundschaften, ich sage mal echte Freundschaft im aristotelischen Sinne, das heißt, ich möchte Menschen haben, die mir mal die Meinung sagen. Das ist eine aristotelische Freundschaft und ich gehe da nicht gleich, drehe mich um und sage, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern nein, hey, über die Jahre wächst da eine echte Freundschaft, wo man auch vom Rat fragen kann, wo man dran lernt. Das ist eine aristotelische Freundschaft. Kriege ich die in Virtual Space? Wie müssten virtuelle Realitäten denn gebaut werden, ja, damit sowas überhaupt dann noch entstehen kann? Oder gibt es irgendwelche Mechanismen, die das besonders fördern würden? Ein kleiner Mechanismus wäre zum Beispiel, wenn virtuelle Welten dafür sorgen würden, dass die Avatare, die sich da treffen, eigentlich aus derselben Region kommen. Sodass es auch die Möglichkeit gäbe, dass sich diese Leute, dass die Leute wissen, wenn ich da in eine virtuelle Welt gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige aus Wien ist, richtig hoch. Das wäre doch toll, dann kann ich vielleicht diese Person auch in einer realen Welt treffen, wenn ich Lust habe. Oder dass ich zumindest, das ist ein großes Thema, die Wahl habe, Choice, dass ich das einstellen kann, dass das so ist. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel, aber ich habe mir einfach Gedanken gemacht, wie, wenn ich jetzt ein System entwickle, egal welches, ob es ein Roboter ist, Virtual Reality oder ein Websystem, wie kann ich dafür sicherstellen, dass ich diese Werte da berücksichtige und mir über die systematisch Gedanken mache. Und was ist das überhaupt? Ja, also es hat mich am meisten gestört. Wir haben in den 80er Jahren angefangen und da wurde immer gesagt, ja, die Informatiker, die verkaufen uns jetzt Knowledge-Management-Systeme, Wissenssysteme, wissensbasierte Systeme. Es wird immer von Wissen gesprochen. Ja, was ist denn Wissen überhaupt?
Und dann stellt man dummerweise fest, also Wissen ist ein warranted belief, a true justified belief. Und da gibt es so ein Wort, das heißt belief, das heißt Glaube. Eine Maschine glaubt aber nicht. Eine Maschine glaubt nicht. Ein Glaube ist etwas, was ein Mensch kann, ne? Glauben. Es ist fuzzy. Und eine Maschine ist bipolar, ne? Die stellt uns Informationen zur Verfügung, aber nicht Wissen. Und zumindest nicht, wenn man Wissen so definiert, wie das eigentlich definiert ist. Und solche Dinge kommen da eben zusammen. Und jetzt bin ich auch gleich beim Ende. Jetzt die Frage, wenn ich jetzt mal weiß, wofür solche Werte überhaupt stehen und dann auch die Ambition habe, es in Systeme einzubauen, dann sagen mir häufig Kollegen aus der Informatik, ja, ich möchte das auch, aber wie? Wann bitte im Entwicklungsprozess soll ich darüber nachdenken? Ja, wann? So. Und diese Frage habe ich versucht zu beantworten in diesem Buch, weil ich die Hälfte dieses Buches ist nämlich Systementwicklung, also System Development Lifecycle von der Initiierung eines Projektes bis hin zur Implementation und Maintenance durchgehend. Und die IEEE, die ja viele von Ihnen kennen, das ist ja der große Ingenieursverband, 430.000 Mitarbeiter, sage ich schon, Verbandsmitglieder auf der Erde, ist 150 Jahre alt. Die haben in ihrem Leben, in ihrem 150-jährigen Bestandsvereinsleben, noch nie darüber nachgedacht, wie man Ethik, also solche Fragen, in Systeme einbauen kann. Und die haben das Buch entdeckt und haben gesagt, da möchte man einen Standard draus machen. Und das war natürlich super, ne? Das ist im Januar rausgekommen. Und seit einem Monat arbeite ich jetzt mit einer Arbeitsgruppe und entwickle P7000. Ich habe jetzt den Spitznamen P7000. Und wir haben 45 Leute aus der ganzen Welt in der Arbeitsgruppe. Da sind Leute dabei, die haben 45 Jahre bei Siemens oder bei Lockheed Martin Systeme entwickelt. Und die wollen jetzt irgendwie mal was Gutes machen. Die wollen versuchen, darüber nachzudenken. Und mit denen entwickeln wir jetzt diesen Standard. P7000, a model process for addressing ethical concerns during system design. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Sarah, war ein wahnsinnig toller Vortrag und ich hätte noch ganz, ganz lange zuhören können und ich würde unbedingt gerne mit dir noch später weiterquatschen. Aber gibt es vielleicht jetzt vom Publikum Fragen? Eine Frage da drüben. Darf ich das Mikrofon bringen? Das Mikrofon muss sein. Okay. Ich habe eine Frage dazu. Ich bin auch im Bereich des Wissens. Allerdings wird Wissen immer nur produziert. Inwieweit geht ihr in eurer Arbeit her, nachzufragen, was überhaupt der Grund ist, warum man Wissen nachfragt? Ja, also die umgekehrte Ebene, dort, wo frage ich nach Wissen, sondern nicht die Ebene, wo produziere ich Wissen und jetzt macht es damit, was ihr wollt, sondern die Ebene, was ist überhaupt das Motiv, Wissen nachzufragen und wer macht es und in welcher Form macht man das? Vielen Dank für die Frage. In der Tat habe ich mir diese Frage auch beim Schreiben des Buches gestellt. Denn es gibt im Mittelalter und im frühen Christentum war es also so, dass tatsächlich gewarnt wurde vor zu viel zu wissen. Und dann sprach Kant auf mit der Aufklärung, dare to know, also wage dich zu wissen. Es gab also immer schon, historisch gesehen, ein Spannungsverhältnis, dass man nicht zu viel wissen sollte. Adam hat ja dann auch vom Baum der Erkenntnis gegessen und der Apfel fiel vom Baum der Erkenntnis und stürzte uns dann aus dem Paradies. Und wir kommen jetzt eben, und das steht auch in dem Buch drin, da habe ich also von dem Chef Policy Guy von Google eine Rede gehört in Oxford, wo er sagte im kleinen Kreis, er wollte an einer Ethics of Ignorance arbeiten. Das heißt, Google scheint sich offensichtlich im inneren Kreis zu beschäftigen mit der Frage, was wollen wir eigentlich wissen und was wollen wir nicht wissen.
Und da gibt es ein Kapitel in meinem Buch über die Wahrheit, über Truth. Und über die Frage auch, dass wir uns bewusst entscheiden müssen, wie viel will ich eigentlich wissen? Und meiner Meinung nach, und das ist eine ganz persönliche Meinung, ich weiß, dass in meinem persönlichen Leben, es gibt manchmal Dinge, die will ich gar nicht wissen. Und das ist auch okay. Und ich glaube, dass unsere IT-Systeme, wenn die wirklich gut sind, dann müssen die uns auch helfen darin, dass wir sagen dürfen, was wir nicht wissen wollen. Oder wir müssen als Gesellschaft und politisch und sei es irgendwie im Community-Verfahren gemeinsam entscheiden, wo wir sagen, da wollen wir eine Grenze ziehen. Zum Beispiel bei Gendaten zum Beispiel oder irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, dass jemand Brustkrebs bekommt oder nicht. Angelina Jolie hat sich dann gleich die Brust amputieren lassen. Da finde ich, geht es zu weit. Ja. Dankeschön. Gibt es vielleicht noch eine Frage? Sonst würde ich dich fragen, hast du Exemplare von deinem Buch mitgebracht? Vielleicht heute, dass wir sie bei dir erwerben können. Okay. Na super. Dann sage ich vielen lieben Dank. Herzlichen Dank, liebe Sarah. Nochmal einen Applaus für dich. Herzlichen Dank.